Liebe Flersheimerinnen und Flersheimer, zum heutigen Wochenvideo wünsche ich einen schönen Tag, obwohl das Wetter ja eher stürmisch und grau erscheint. Was den angekündigten Sturm angeht, haben wir aber sehr viel Glück gehabt. Es sind keine größeren Schäden entstanden und kaum kleinere. Morgen, am Samstag, läuft die Aktion Wir putzen unsere Stadt. Allen Helferinnen und Helfern sage ich jetzt schon Dankeschön. Wenn jemand ganz kurz entschlossen dabei sein will, wird er sicher nicht weggeschickt werden, auch wenn der Anmeldetermin schon abgelaufen ist. Es wird dann höchstens knapper beim Mittagessen, aber auch da gilt das alte Motto: Sechste geladen, achte gekommen, tu Wasser zur Suppe, heiß alle willkommen. Die Helfer treffen sich übrigens um 9 Uhr an der Stadthalle. Zur Erweiterung der Kläranlage in Kerdermark-Falkenberg wird bereits ab nächste Woche mit dem Aushub der Baugrube begonnen. Man ist hier mit den bisherigen Arbeiten zügiger fertig geworden als gedacht. Nun muss Erde abgefahren werden, es kann also zusätzlichen Lkw-Verkehr geben. Bis Ostern soll diese Phase dann aber abgeschlossen sein. Diese Woche gab es in dem kleinen Flersheimer Stadtteil ja übrigens Aufregung, denn ein Lkw beschädigte die Bahnschranke. Danke an die Deutsche Bahn, die Polizei, das Ordnungsamt und wer sonst noch geholfen hat. Schon bald war alles repariert und die Züge und der Autoverkehr konnten wieder fahren. Bei dem Corona-Thema gibt es ja nun wirklich Licht am Ende des Tunnels. Wenn es so bleibt, wird sich das Leben Ende März wieder langsam normalisieren. Hoffen wir, dass es auch tatsächlich so kommt. Und mit diesen Aussichten kann es dann tatsächlich auch beim Sturm und Regen für uns alle ein schönes Wochenende geben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie negativ und denken positiv. Tschüss!